Hallo, in dieser Aufgabe geht es um Folgendes. Gegeben ist das allgemeine Dreieck ABC mit AB sind 5 cm, BC 3 cm und CBA, Winkel CBA sind 50 Grad. Berechne das Maß des Winkels BAC. Wenn keine Zeichnung oder Skizze dabei ist, empfehle ich immer zuerst eine Skizze zu machen, um sich das grafisch etwas vorstellen zu können. Wir zeichnen also ein Dreieck ABC. Skizze heißt, es muss nicht maßstabsgetreu sein, darf auch gerne freihand gezeichnet sein. So, Dreieck ABC. Und hier tragen wir jetzt alle bekannten Größen ein. Wir kennen AB mit 5 cm. Wir kennen BC mit 3 cm. Und wir kennen den Winkel CBA, das ist der hier, mit 50 Grad. So, gesucht ist das Maß des Winkels BAC, ist also das hier. Den wollen wir herausfinden. So, als nächstes, wenn wir, schauen wir mal nach, das Dreieck ist eindeutig, wir haben einen klassischen SWS, also einen Kongruenzsatz SWS, damit ist das Dreieck eindeutig. Wenn wir was rechnen, bekommen wir auf jeden Fall eine eindeutige Lösung. Die erste Frage, die ich mir jetzt beim Berechnen stelle, ist dieses Dreieck rechtwinklig, ja oder nein? Wäre es rechtwinklig, dann könnten wir nämlich zum Beispiel Sinus, Cosinus, Tangens oder Pythagoras ansetzen. Die sind immer ein bisschen leichter und schneller. Wenn es nicht rechtwinklig ist, brauchen wir den Sinussatz oder den Cosinussatz. Da wir hier nicht wissen, ob es rechtwinklig ist, ja, wir wissen ja nur die 50 Grad, müssen wir davon ausgehen, es ist nicht rechtwinklig, also brauchen wir Sinussatz und Cosinussatz. So, welche dieser beiden Sätze brauchen wir denn jetzt? Ich schaue mir zuerst mal den Cosinussatz, den sieht man vielleicht ein bisschen schneller. Für den Cosinussatz brauche ich drei Seiten und einen Winkel. Naja, die Seite hier oben kenne ich nicht, also ist der Cosinussatz eigentlich schon mal hinfällig. Ja, funktioniert nicht, um diesen Winkel hier unten zu berechnen. Da fehlt mir die Seite. Also müsste eigentlich der Sinussatz funktionieren. Für den Sinussatz brauche ich zwei Seiten und die gegenüberliegenden Winkel. Der heißt im Prinzip a geteilt durch Sinus Alpha ist gleich b geteilt durch Sinus Beta ist gleich c geteilt durch Sinus Gamma. Also immer Seite und gegenüberliegende Winkel. Schauen wir es uns an. Unser gesuchter Winkel, kennen wir die gegenüberliegende Seite, die ist 3 cm groß. Allerdings bei diesem 50 Grad Winkel kennen wir die gegenüberliegende Seite nicht. Also funktioniert ja auch kein Sinussatz. So, und wie berechne ich jetzt die Sache? Naja, im Prinzip, ich brauche beide Sätze. Warum? Mithilfe des Cosinussatzes ist es mir möglich, diese Strecke AC zu berechnen. Mache ich jetzt mal so. Das ist die dritte Seite. Ich kenne die Strecke BC, ich kenne die Strecke AB, also drei Seiten und ein Winkel ist bekannt. Damit kann ich AC berechnen über einen Cosinussatz. Und wenn ich diese Strecke AC bekenne, kann ich hier ganz normal über einen Sinussatz den fehlenden Winkel berechnen. Also hier in diesem Spezialfall brauche ich jetzt tatsächlich beide Sätze, also kommt immer vor, wenn ich ein SWS habe und ein zusätzlicher Winkel ist gesucht. Dann brauche ich eben beide Sätze. So, zuerst beginne ich mit dem Cosinussatz, weil ich muss die Strecke AC berechnen. Schaue ich in der Formelsammlung nochmal nach, da der Cosinussatz etwas länger ist, schreibe ich ihn jetzt in allgemeiner Form hier drunter. Da heißt der A² ist gleich B² plus C² minus 2 mal a mal c mal Cosinus von Alpha. Hier sind die allgemeinen Bezeichnungen für die Strecken drin im Dreieck A, B und C. Das müssen wir uns natürlich auf unser Dreieck anpassen. Ja, wenn es zum Beispiel das Dreieck PQR heißt, dann gibt es ja keine Strecken A, B, C. Also am besten mit den Punkten beschriften. Hier gibt es eben folgende Systematik dahinter. Vielleicht sieht man es ja schon. Nämlich, ich beginne immer mit der Seite, die dem Winkel hinten dran beim Cosinus gegenüber liegt. Ja, die Seite A liegt dem Winkel Alpha gegenüber. Würde ich das jetzt Ganze mit Cosinus Beta aufbauen, den Cosinussatz, hier Beta, Cosinus Beta, dann würde ich hier dementsprechend mit Beta, B² beginnen. Wenn es hier heißt Cosinus von Gamma, müsste ich hier mit C² beginnen. Ja, also ich beginne immer mit der Seite, die gegenüber des bekannten oder gesuchten Winkels liegt. So, jetzt fahre ich mal ein bisschen runter. Ich brauche Platz. Als erstes wollen wir die lila Strecke AC berechnen. Das heißt, ich fange mit der Seite an im Cosinussatz, die gegenüber von diesem 50 Grad Winkel liegt. Das ist auch gleich die Seite AC. Also beginne ich mit AC² ist gleich,
Und jetzt die beiden anderen Seiten, ist egal, mit welcher ich anfange. AB Quadrat plus BC Quadrat minus 2 mal AB mal BC mal Cosinus von unserem Winkel, das war der Winkel CBA. So, Größen einsetzen. AC ist ja gesucht, lasse ich also stehen. AB waren 5 und BC 3 cm, also 5 Quadrat plus 3 Quadrat, minus 2 mal 5 mal 3 mal Cosinus von 50 Grad, der Winkel CBA. So, wer einen Solver hat, kann jetzt hier schon das ausrechnen lassen. Nur Achtung, wir haben hier vorne dran AC Quadrat, also eine quadratische Gleichung, das bedeutet zwei Lösungen. Der Solver bringt jetzt hier eine negative und eine positive Lösung raus. Negativen Streckenlängen gibt es nicht, das heißt einfach nur die positive sich denken. Oder aber man geht noch die Äquivalenzumformung. AC Quadrat lösen wir über die Wurzel auf. Also folgt daraus, AC ist gleich, hier kann man nämlich die Fallunterscheidung plus minus gleich weglassen. Wurzel aus und jetzt den ganzen Teil nochmal reinschreiben. 5 Quadrat plus 3 Quadrat minus 2 mal 5 mal 3 mal Cosinus von 50 Grad. Und die Wurzel drüber abschließen. Das kann jetzt jeder Taschenrechner berechnen. Und da kommt ein Wert von 3,83 cm raus. Ja, also die Strecke AC sind 3,83 cm. Aber wir sind ja noch nicht fertig, wir brauchen nämlich jetzt den Sinussatz. Hier, das kann ich ausbessern, 3,83. So, schauen wir uns den Sinussatz nochmal an. Sinussatz heißt, ich brauche die Seiten und die gegenüberliegende Winkel. Das bedeutet, welche Farbe nehme ich? Nehme ich nochmal schwarz. Unser gesuchter Winkel liegt der Strecke CB gegenüber. Unser zweiter gegebener Winkel, der 50-Grad-Winkel, liegt der Strecke 3,83 cm gegenüber. Damit funktioniert jetzt auch der Sinussatz. Ich fange immer gern mit dem Unbekannten an, also mit dem, was man ausrechnen muss, weil dann ist die Äquivalenzumformung nicht so umfangreich. Also Sinus des Winkels BAC, der ist ja gesucht. Die gegenüberliegende Strecke ist die Strecke BC. Ist gleich, wenn ich jetzt hier mit Sinus anfange, muss ich auch hier mit Sinus anfangen. Sinus des bekannten Winkels CBA geteilt durch die gegenüberliegende Seite, das war die Strecke AC. Nächster Schritt, Größen einsetzen. Hier, das schreibe ich einfach ab, Sinus von Winkel BAC, unser gesuchter Winkel. BC, muss ich nochmal kurz nachschauen, waren 3 cm. Also geteilt durch 3 ist gleich Sinus von 50 Grad. Das schreibe ich nochmal schön. Geteilt durch und AC haben wir hier gerade ausgerechnet, 3,83 cm. So, wer den Solver wieder zur Verfügung hat, der kann hier gleich einsetzen. Ansonsten per Äquivalenzumformung. Hier muss man jetzt nicht auf Plus und Minus auf Acht geben, es gibt nur eine Lösung. Ja, ich muss nach Winkel BAC auflösen, das heißt, ich bringe zuerst den Nenner weg. Ein Bruchstrich heißt nichts anderes als geteilt durch 3, also Umkehrrechnung mit mal 3, dann folgt daraus Sinus von Winkel BAC ist gleich Sinus von 50 geteilt durch 3,83 mal 3. Und jetzt muss ich noch das Sinus wegbringen, also Sinus hoch minus 1. Und dann folgt daraus Winkel BAC ist gleich Sinus hoch minus 1 von Sinus 50 durch 3,83 mal 3, Klammer zu. Das schafft jetzt wieder jeder Taschenrechner und da kommt ein Winkelmaß von 36,87 Grad heraus. So, dann habe ich meinen Winkel BAC berechnet und bin fertig.